Shalom Aleichem, Chodesh Tov, ein guten Monat. Heute und morgen ist 2 Tage Rosh Chodesh Tamuz. Ich wünsche euch alle Chodesh Tov, ein gesunder Monat mit Segen und Erfolg. Man soll lernen von den Bäumen, immer die Wurzeln zu vertiefen und die Schatten und die Früchte nach oben zu bringen. Dieser Monat ist ein wichtiger Monat, um zu bringen mehr Torah, mehr Wohltätigkeit, mehr gute Taten. Wir sollten mehr lernen, Torah tagtäglich. Und wenn man lernt Torah, soll man lernen qualitativ. Ausschalten Telefon, ausschalten andere Sachen, nur fokussieren und lernen mindestens 1 Stunde pro Tag. Halbe Stunde morgen, halbe Stunde abend, wenn man noch nicht Zeit während der Woche. Denn am Wochenende, am Schabbes, am Sonntag soll man mehr Torah lernen. Torah ist Chaim. Torah ist das Sauerstoff für unser Leben. In Torah hast du eine kleine Insel Gan Eden in dieser Welt. Ich bitte euch, bitte geben Sie eine Hand und unterstützen Sie unsere Torah in Frankfurt. Jeden in alles, was er kann. Sei kreativ, verteilt die Linken an andere Freunde, meldet bei uns, was ihr wollt machen kann. Ideen für Shiurim, wir müssen steigen und wachsen. Eine lebendige Sache wächst die ganze Zeit. Das ist ein Zeichen von Chaim. Chaim bedeutet Zmicha, blühen. Guck mal die Bäume. Lange Zeit waren sie in Winterkälte und jetzt blühen sie weiter und geben ihre Früchte. Bleib gesund und stark. Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Ich warte auf eure Meldung. Sei gesund und lerne Moide Ani.